Lords of the Fallen bekommt zum Release zwei Grafikmodi spendiert. Welche das sind und ob es auch eine 4K-Auflösung gibt, das erfahrt ihr jetzt. Und damit wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Schon letzten Monat wurde angekündigt, dass Lords of the Fallen mit 60 FPS laufen wird auf der PlayStation 5 sowie Xbox Series X und S. Nun gibt es nochmals Neuigkeiten, welche Modi es auch geben wird. Und da gibt es vielleicht weniger erfreuliche Nachrichten für euch. Denn in einem Interview sagte Hexworks-Chef Saul Gaskin, dass Lords of the Fallen auf den Current-Gen-Konsolen, also PlayStation 5 sowie Xbox Series X und S, zum einen den Performance-Modus spendiert bekommt, der mit hochskalierten 1080p und 60 FPS laufen wird. Zum anderen wird es einen hochskalierten 1440p Qualitätsmodus geben, der dann mit 30 FPS laufen wird. Das heißt auch, dass es auf den Current-Gen-Konsolen also keinen 4K-Modus geben wird und ihr mit diesen beiden Modi vorlieb nehmen müsst. Und vermutlich werden die meisten sogar den etwas schwächer gerenderten Performance-Modus wählen aufgrund der 60 FPS, die in so einem Spiel tatsächlich etwas mehr Sinn machen. Gaskin versicherte jedoch, dass eben genau dieser Performance-Modus noch eine sehr gute Figur macht. Man darf also gespannt sein, wie gut tatsächlich Lords of the Fallen in dem hochskalierten 1080p Performance-Modus aussehen wird. Was ebenso im Vorfeld bekannt wurde, dass ihr in einem durchschnittlichen Durchlauf des Spiels ca. 25 bis 30 Stunden beschäftigt sein werdet, was doch eigentlich recht ordentlich ist. Für diejenigen unter euch, die natürlich alles entdecken wollen und müssen, wird es dann entsprechend etwas länger dauern, dieses Spiel zu beenden. Es wird sogar mehrere Enden im Spiel geben und auch ein New Game Plus Modus wurde schon bestätigt. Lords of the Fallen erscheint am 13.10.2023 für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie den PC. Was sagt ihr dazu, dass es für dieses Spiel auf den Current-Gen-Konsolen keinen 4K-Modus geben wird oder reichen euch sogar die anderen beiden angebotenen Modi? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ich bin auf eure Meinungen gespannt. Nun hoffe ich, euch hat dieses Video wieder gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben dafür. Abonniert diesen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst. Schaut bitte auch immer in die Videobeschreibung, dort findet ihr nochmal ein paar Links, die euch vielleicht interessieren könnten. Und ich sage jetzt wie immer Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao ciao.